Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, wir haben ein neues Event da, Leute. Wir haben ein neues Event, ein neues Champions League Group Stage Challengers Event, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Es ist da, Leute. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was vor, wir haben ein bisschen was zu tun. Wir haben auch einen Livestream am Dienstagabend. Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr. Nicht Montag, weil ich schreibe nämlich am Dienstag noch eine wichtige Arbeit. Deswegen möchte ich ganz gern am Montag halt noch lernen. Und deswegen am Dienstagabend gibt es, also Dienstagnachmittag eher 16:30 Uhr, wie schon gesagt, gibt es den nächsten Livestream. Da werden wir reingehen, Leute, wir werden absolut eskalieren. Ich habe ordentlich was angespart. Ich kann euch das Ganze mal zeigen, was so ein bisschen los ist. Ich denke mal, das hier reicht, um zu zeigen, dass ein bisschen was los ist. Ja, also es ist auf jeden Fall ziemlich wildes Zeug hier mit am Start. Und ich denke mal, wir starten einfach mal rein ins neue Event. Falls ihr noch nicht ganz wisst, was hier alles so funktioniert, wie was funktioniert und so, schaut euch gerne das Video von gestern an. Da habe ich alles nochmal erklärt, auch was Future Play ist. Es kam noch was Neues dazu, Leute. Das kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Edwin Van der Sar, Leute. Der Bruder ist Free to Play. Der Bruder wird Free to Play sein. Nach dem, was ich jetzt neu gesehen habe und was mir auch zugetragen wurde, ist Edwin Van der Sar Free to Play, was natürlich perfekt auch für mein Team wäre. Ich habe jetzt zwar einen Buffon, aber ich kann ihn auch easy wieder verkaufen. Ich habe sowieso mit dem Verlust gemacht, also kein Problem, Leute. Da kann ich auch einfach mal drüber hinwegsehen und den Van der Sar ins Tor stellen. Also Edwin Van der Sar ist auf jeden Fall ordentlich was, denke ich mal, was für mein Team. Sonst, Leute, ich war gestern ziemlich eifrig. Ich habe hier schon UCL durchgespielt. Fehlt nur noch UEL und UECL. Und dann kriege ich nochmal ein paar ganz gute GPH-Token hier. Das ist auch eine gute Sache. Habe ich jetzt schon 1000 Stück. Werde ich natürlich bis zum Livestream, denke ich mal, alle fertig haben. Und kann dann gut mit euch gemeinsam reinstarten in ein paar geile Packs. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich möchte auch eigentlich ziemlich viele Gems noch ausgeben. Ich habe ja noch ein paar am Start. Das wollen wir auch im Livestream machen, Leute. Absolut geil. Dann wollen wir natürlich schauen, wie bekommt man denn nämlich jetzt hier schnell und viele GPH-Punkte und Token? Das ist natürlich jetzt das Wichtige. Und also, wenn man hier reingeht in FM, ganz klare Sache, das Allerwichtigste im Event, im Hauptkapitel natürlich. Jeden Tag spielen, jeden Tag mitnehmen, 100 GPH-Token beim Gratis-Pack und hier zum Schluss nochmal 200 Stück. Das heißt 300 am Tag schon allein dadurch. Dann kriegen wir ja hier noch die GPH-Punkte auch mit direkt. Kriegt man auch nochmal gut welche mit hier dazu. Lohnt sich auf jeden Fall hier. Ich glaube, wenn man das zusammenzählt, sind es 250, sind es 350, sind es 450, sind es 500 Stück. 500 Stück davon, also 500 Stück GPH-Punkte und 300 Token. So kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Hier bekommt man auch direkt auch dadurch immer noch die schönen Splitter. Also auch alles im grünen Bereich. Also Leute, wenn ihr hier jeden Tag durchspielt, könnt ihr ordentlich was bekommen. Das Event geht noch 41 Tage und wer jetzt einen Taschenrechner neben sich liegen hat, kann das schnell ausrechnen, dass das ziemlich viel ist, was man allein durch das Hauptkapitel macht. Wenn man wirklich jeden Tag hier durchspielt, kriegt man hier ordentlich was gut mit von den ganzen Punkten. Hier bekommt man mit etwas Glück einen 95er. Leider steht hier keine Chance, aber ja, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man das Ganze mal weiß. Sonst haben wir hier auf jeden Fall noch GPH-Token. Oder wenn ihr das Ganze abschließt, wie habe ich ja schon vorhin gezeigt, kriegt ihr GPH-Token. Wenn ihr die einzelnen Spiele abschließt hier, kriegt ihr GPH-Punkte. Das heißt, wir haben hier immer 12 Spiele und 12 mal 50. Wir haben es tatsächlich jetzt 23.30 Uhr. Ich will jetzt keinen Call abgeben. Im Endeffekt ist eh alles falsch, was ich hier sage. Also nichts Mathematisches um die Uhrzeit. Deswegen, Leute, könnt ihr gerne ausrechnen. 12 mal 50, auch sehr, sehr geil. Und das Ganze nochmal mal 3, weil wir ja hier noch die ganzen auch mit am Start haben. Genau. Ist auch mit am Start. Und GPH-Token kriegt man eben hier auch noch mit. Sehr, sehr geil. Und GPH-Boni, da gehen wir auch natürlich nochmal rein. Also da, das heißt, wenn ihr da ordentlich spielt, könnt ihr auch am Tag richtig viel mitnehmen. Wenn ihr am Tag wirklich auch da reingeht in die CPU-Spiele, einfach mal liegen lasst, CPU auch durchspielen, auch spielen lassen bei euch, da kriegt ihr wirklich viele Punkte, da kriegt ihr wirklich richtig viel. Ich habe jetzt einfach nur liegen lassen und so und da passiert echt viel. Da kann wirklich richtig geiles Zeug und so mit dabei sein. Hier bekommt man leider keine richtigen Punkte, also hier kann man sie eher ausgeben. Na gut, hier kriegt man halt nochmal die Token, also wenn man hier GPH-Punkte ausgibt,
kriegt man auch noch ein paar Token, aber das sind eher nicht viele. Ich denke mal, nur wegen der Token würde ich das jetzt hier nicht extra lang gehen wollen. Genau, aber immer halt vor diesen Auswahlteilen hier gibt es eben nochmal ein paar Token. Genau, so sieht's aus. Die kann man dann auf jeden Fall mitnehmen, ist ja klare Sache. Und ich würde nochmal sagen, hier GPH-Angebot ist auch ganz interessant. Da kriegt man natürlich, da kann man eben, ja, genau, das ganze Zeug nochmal ausgeben, was man eben geholt hat, die ganzen Token und das ganze Zeug so. Ja, ist halt alles möglich. Hier kann man sich eben alles holen, wenn man Bock hat. Bei UECL kann man eben auch noch ein paar Token ausgeben und dafür dann sogar noch Punkte bekommen. Auch wenn ich jetzt nicht, also ganz ehrlich, ich würde das nicht machen, weil, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so geil, das mit diesem Angebot, weil ich glaube, da macht man ziemlich viel Verlust, wenn man hier wirklich so viele Token reinballert. Man kann das natürlich machen, wenn man unbedingt diese GPH-Punkte haben will, weil man unbedingt irgendeinen Spieler abholen möchte, aber ganz im Ernst, Leute, 203er sind sogar Free-to-Play, also das muss nicht sein, oder? Das muss nicht sein, das hier extra noch zu öffnen. Also natürlich aber nur, wenn ihr wirklich täglich spielt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wichtig ist hier immer die Werbung zu schauen. 100 Punkte am Tag sind auch immer hier dadurch mit drin. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr, sehr stark, wenn man das auch Ganze mal noch mal anschaut. Wir haben noch, das ganze Event geht noch 41 Tage jeden Tag. Hier das Gucken, 100 Stück jeden Tag, 41 mal 100, 4100. Punkte, sind auf jeden Fall schon mal 4 Packs hiervon. Also Leute, immer schön hier mitrechnen, denn hier kriegt ihr wirklich gute, gute Punkte. Allein schon, wenn ihr die Werbung schaut. Dann, weiter geht's. Wir haben hier noch die täglichen Boni-Zeug. Da gibt's eben nur im Herausforderer-Pass kriegt ihr da Zeug. Aber auch gut, das immer zu machen, denn durch im Herausforderer-Pass könnt ihr nämlich auch wieder Punkte und Token mitnehmen. Wichtig und richtig. Und eben auch hier Aktualisierung in 6 Tagen. Wichtig und richtig. Wenn ihr das hier auch ein bisschen durchsuchtet, ist das auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und könnt nämlich dann auch eben im Herausforderer-Pass wieder Zeug abholen und oder eben hier direkt noch ein paar Token mitnehmen. Das heißt, wenn ihr wirklich sehr, sehr viel spielt und auch einen guten Tag erwischt, ist es möglich, 1000 bis 2000 GPH-Token am Tag mitzunehmen, wenn ihr eben viele Quests und sowas auf einmal ablöst. Nee, nicht ablöst, aber ihr wisst, was ich meine. Oder wenn ihr viele CPU-Spiele am Tag macht, dann ist das auf jeden Fall möglich. Und ja, was ich natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist ja klar, Umtausch. Immer wichtig und richtig, könnt ihr auch machen. Klare Sache, zweimal kann man das Ganze auch machen. Eine 90 plus GPH-Spieler habe ich zurzeit leider nicht. Aber mit der Zeit wird es die bestimmt auch geben. Hier kann man auch die Punkte eintauschen. Hier GPH-Punkte kann man auch holen. Genau, so kriegt man auch wirklich viele, wenn man das immer macht. Alle 7 Tage wird das aktualisiert. Das heißt, das ist auf jeden Fall gut. Kann man auch auf jeden Fall machen. Star Pass auch immer gut, ist auch immer Free-to-Play hier. Gibt es auch Free-to-Play, gar nicht mal so wenig an den GPH-Punkten zum Beispiel. Token gibt es natürlich auch, klare Sache. Und das werden eben auch fortschreitend immer, immer mehr. Wenn ihr jeden Tag spielt, kommt ihr auch bis ganz nach hinten, könnt euch einen Millig abholen und davor nochmal sogar Free-to-Play 2000 Punkte. Das ist sogar ziemlich, ziemlich viel. Also lohnt sich wirklich hier jeden Tag reinzuschauen. Genau, so können wir noch kurz den Herausforderer-Pass anschauen. Da gibt es natürlich auch nochmal ein bisschen was auch Free-to-Play hier zu holen. Seht ihr hier auch gerade, da bin ich ja auch hier gerade ein bisschen Free-to-Play unterwegs. Und hier kriegt man nämlich auch am Ende nochmal ordentlich an Punkten, 350 sogar, auch Free-to-Play hier. Sehr, sehr geil. Genau, 3000 habe ich zurzeit gerade, werden wir alles dann später ausgeben. Genau, das ist so erstmal der Plan. Und ja, im Shop natürlich, klare Sache, gibt es natürlich noch ein paar mehr zu holen. Gibt es auch ein bisschen viel mehr zu holen. Da werde ich auch wahrscheinlich reinstarten in so ein Willkommensangebot. Mal gucken. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich sowas hole oder eher was mit einem Spieler, ja, mit einer Chance auf einen Spieler oder sowas. Ja, muss ich mal gucken, weil ein Orsic ist gefühlt nichts mehr wert. Deswegen, ja, bin ich nicht ganz abgeneigt, eher das andere Pack zu öffnen. Aber da kriegt ihr eben auch auf jeden Fall, natürlich durch Pay-to-Win und so, kriegt man auch schnell viel Zeug. Aber was Free-to-Play eben so möglich ist. Das habe ich euch gerade eben noch gesagt, Leute. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr noch dazu sagt zu dem ganzen Event. Und ich denke mal, wir sehen uns auch einfach mal morgen wieder. Morgen mit einem neuen wilden Video, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und
Tschüss. Thank you.